Ja, in der Ukraine, unsere Helden des Lichts, unsere Armee, sie verteidigen sich und grüßen sich so. Die unsere Kinder, unsere Häuser, unsere Zukunft, unsere Freiheit verteidigen, unser Europa, das ukrainische Europa. Und die Ukraine ist ein Teil eurer Familie. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Aber vor kurzem haben wir alle angefangen, uns so zu grüßen. Die Bürger der Ukraine, nicht nur unsere Armee, unsere Soldaten, all die, die die Ukraine verteidigen in diesem großen Krieg, in dieser Besatzung, die von Russland ausgeht, die sind, stammen aus jeder Familie in unserem Land. This army greeting is something that ordinary people starting to use in their day-to-day language when greeting each other. Because we are protecting our country from Russian invasion, from the Russian attack. We are protecting our homes and our land from the full-fledged and out Russian war and Russian aggression. Heute sind wir alle Soldaten, die unser Land verteidigen. Jeder auf seinem sehr wichtigen Platz. Die einen an der Front mit einem Gewehr, die anderen, die Ärzte in den Krankenhäusern und die Kinder, die schützen uns durch ihr Lächeln und durch ihre Tränen. Und das ist das Herz der Ukraine und das ist unsere größte Motivation. Some of us are military servicemen serving our country in the army. Others are serving as doctors with scalpels in their hands during the surgical operations. Others are working to protect the children and their families. And this is our heart. This is the heart of Ukraine, standing together against the evil. Ich habe 3 Minuten, um mich an euch zu wenden. I have 3 minutes of my address to you. Die erste Minute möchte ich dem Schweigen widmen, um an all die gefallenen Soldaten zu denken, an unsere Spezialkräfte, an unsere Polizisten, an unsere Feuerwehrmänner, an unsere Kundschafter, all diejenigen, die ihr Leben schon für Ukraine gegeben haben. Sie sind hier, aber wir können sie einfach nicht mehr sehen. To our soldiers, to those who served in the fire crews, those who are working as pilots, those who are making heroic deeds in different areas protecting their country and have given their lives away for this. Ich bitte euch im Andenken an diese Menschen, um sie zu ehren, diese Schweigeminute einzuhalten. Die zweite Minute meiner Ansprache möchte ich auch dem Schweigen widmen, zu Ehren unserer Zivilisten, groß und klein, Erwachsene und Kinder, Tausende, Hunderte, diejenigen, die ihr Leben schon auch verloren haben, sie haben ihr Leben verloren und ewige Ruhe bekommen. Citizens of our civil population, those people, adults and children, dozens and hundreds of them who have died without knowing so, sacrificing their lives for the independence of our country.
Ich bitte Sie um eine Schweigeminute zu Ehren dieser Menschen. Danke. Thank you. Und die dritte Minute möchte ich euch widmen, Völker Europas. Schweigt nicht. Geht auf die Straßen. Unterstützt die Ukraine. Wir möchten das so sehr. Unterstützt unsere Freiheit, weil das ist unser Sieg, nicht nur über der russischen Armee. Das ist der Sieg des Lichts über dem Dunkeln, Gut über Böse, Freiheit über das, was heute bei uns in der Ukraine passiert. Schweigt nicht, unterstützt die Ukraine. Sonst, wenn die Ukraine es nicht standhält, wird Europa auch nicht standhalten. Wenn wir fallen, fällt Europa. I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine, support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can. Und wenn wir unseren Sieg feiern werden, ich bin mir dessen sicher, ich bin mir auch eurer Unterstützung sicher. Und wenn wir standhalten, das wird ein Sieg für Demokratie, für freiheitliche Werte sein. Und diese Schweigeminuten werden zu Jahren der Blüte. Und ich hoffe, dass Europa genauso standhaftig sein wird wie das ukrainische Volk. Es lebe die Ukraine. This will be the victory for the whole democratic world. This will be the victory of our freedom. This will be the victory of light over darkness, of freedom over slavery. And if we win, we will become as blossoming as Europe, and Europe will be flourishing more than ever after this magnificent victory. Glory to Ukraine. Slava Ukraine. Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Prag, Paris. Jeder von euch ist heute ein Ukrainer. Danke.